Ich will dich segnen und du sollst zum Segen werden. Gott spricht diesen Satz zu Abraham an einer wichtigen Station seines Lebens. Er fordert ihn auf, seine Heimat zu verlassen. Etwas abgewandelt haben die Veranstalter des ersten ökumenischen Kirchentages 2003 in Berlin diesen Zuspruch Gottes als Motto übernommen. Ihr sollt ein Segen sein. Ihr sollt ein Segen sein. Das ist Auftrag und Verantwortung zugleich. Denn Gott geht mit uns, wie er mit Abraham gegangen ist, und er segnet uns, wie er Abraham gesegnet hat. Und so können Menschen einander zum Segen werden. Und wo könnte man das besser erfahren, wie hier im neuen Togo-Haus, in den neuen Räumen von Aktion BIT. Und wir haben es ja auch schon im Togo-Haus in Maisach erfahren können. Denn du, liebe Margaret, setzt alle Hebel in Bewegung, um den Menschen in Togo ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und den Kindern und Jugendlichen eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Alle, die zum Gelingen deiner verschiedenen Aktivitäten beigetragen haben und auch beitragen werden, sind mit dir zum Segen für Menschen geworden. Damit dies weiter so sein kann, bitten wir um den Segen Gottes. Denn so formuliert es schon Friedrich Schiller in seinem Lied von der Glocke, doch der Segen kommt von oben. Gott, unser Vater, wir preisen dich, weil du uns liebst. Du willst, dass wir ein Dach über unserem Kopf haben, nicht nur zum Wohnen, sondern auch bei der Arbeit und vor allem ein Dach über unserer Seele. Du willst uns beschützen und uns nahe sein. Herr Jesus Christus, du warst zu Gast bei Petrus und Zachäus, bei Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha. Als der Auferstandene, der alle Menschen nahe ist, willst du auch in diesem Hause Gast sein. Heiliger Geist, durch dich wohnt die Liebe Gottes in unseren Herzen. Verbanne alles Dunkle und Böse aus unserer Mitte. Befreie uns von allem, was uns belastet und ängstigt, und führe alles zum Guten. Und so möchte ich über dieses Haus, über diese Büroräume, über alle, die hier arbeiten werden, über sie alle, die sie heute zu dieser Einweihungsfeier gekommen sind und alle, die hier ein- und ausgehen werden, ein Segensgebet aus Afrika sprechen. Unser Gott, der wie Vater und Mutter ist, segne euch und begleite euch. Er erfülle eure Füße mit Tanz und eure Arme mit Kraft. Er erfülle eure Ohren mit Musik und eure Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle euren Mund mit Jubel und euer Herz mit Freude. Er schenke euch immer neu das verstehende Wort, das zuhörende Ohr, die unterstützende Geste, ein Herz mit Liebe, die spürbar und erlebbar ist. Er schenke euch die Ruhe der Nacht und die Frische für den Tag. Er lasse euch leben und euer Leben gelingen. Er gebe euch allen immer neu die Kraft der Hoffnung und der Liebe, ein Gesicht zu geben. Und so segne dieses Haus und euch alle, unser mütterlicher und väterlicher Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, so kann ich nur sagen, den Frieden, den der Herr uns gegeben hat, den können wir zwar nicht immer so lieben, aber wir können es versuchen. Und gerade du, Margaret, in Afrika mit deinen, ja, man kann es mit deinen Aktivitäten, das, was du tust, das ist einfach, muss ich bewundern, muss ich sagen. Denn ich könnte sowas nicht, auch wenn wir selber einen Verein haben. Aber da ist auch meine Frau, die vorne dran ist. Und Frauen sind einfach, ja, ich möchte nicht sagen, die besseren Männer, aber einfach die im Leben, ja, ganz andere Wendung oft geben. Ich wünsche Ihnen alle viel Freude hier in diesem Haus. Kommen Sie oft her, schauen Sie, was es so gibt. Also ich weiß ja aus Erfahrung schon, was es gibt und was wir als Togo immer so mit raufbringen. Ähnlich wie du, Margaret, dass wir halt dann schauen, dass wir das verkaufen können bei uns in München-Perlach und ja, und die Menschen in Togo dann weiter unterstützen können, vor allem die Jugendlichen, die Kinder, die Schule, die Berufsausbildung. Der Herr Botschafter hat es ja schon gesagt, Schule ist wichtig und das ist das, was uns verbindet und wo wir immer an einem Strick.
sind werden. Danke. Dankeschön.